Guck morgen, Jungs, und andere elektrische Stühle, die bequem aussehen. Heute treffe ich auf Grandapé die unterschiedlichsten Untermenschen und lasse sie meine Gurke von unten betrachten. Sie sind sichtlich beeindruckt. Anyway, wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Like und ein Abo natürlich da lassen. Und ihr werdet eine Schande, wenn ihr nicht sonnenlicht berührt meine Gurke kommentiert. Henry Gurke! Ja, Gurke! Jungs! Grandapé! Vielleicht wird das genau das sein, was mich befriedigt. Moin, Jungs. Ey, du hättest mir auch gleich die Tür aufhalten können. Entschuldigung, der Herr. Geiler Goatee, Diggi. Okay. Ich hab dir gerade ein Kompliment gemacht, aber es ist okay, dass du halt wie in den Popoloch reagierst, weißt du? Okay, danke. Naja, der Goatee steht dir. Der umzingelt den Bereich, wo du gerne den Arsch lenkst. 6999. Das ist auch mal in Ordnung. Kollege, Kollege, linke Spur ist für Überholung. Mensch, Fettsack. So! Oh. Wow, 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 wow. Sorry, ich wollte sie nicht umhauen. Das war gerade eben einfach nur ein kleines Missgeschick. Ja, sind sie ein Geist? Hallo. Sie sind so leicht durchsichtig, wissen Sie? Könnte ich sie anfassen ganz kurz? Aha. Eindeutig Geist? Schön. Ich wollte sie jetzt auch nicht länger aufhalten. Ich wollte einfach nur sagen, sie sind Geist irgendwie. Oh. Upsala. Jo, was geht? Hätten Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld? Wie viel brauchst du, Kollege? Einfach so, wie es Ihnen passt. Ich brauche halt ein bisschen Geld. Würden Sie dafür für mich auch etwas machen? Was denn? Du müsstest einer Gang eine Botschaft übermitteln für mich. Okay. Also, du musst ihnen einfach nur sagen, dass sie braune Löcher haben. Aber soll ich sagen, von wem es kommt? Ja, das sage ich dir. Also, du sollst dann nicht unter einem speziellen Namen nennen. Wie wäre es mit der gelbe Rächer, ja? Mit einem Körper aus Stahl. Stell dich einfach davor, die kommen dann. Also, von gelber Rächer, Körper aus Stahl. Und die braunen Löcher nicht vergessen. Ja, ich muss ihnen eine Botschaft übermitteln, Frau Leib. Was muss? Ich muss eine Botschaft übermitteln. Ja, an wen soll denn diese Botschaft gehen? An eure Gang. Ich muss das von dem gelben Rächer aus Stahl zu ihnen sagen, dass sie braune Löcher haben. What? Das hast du fantastisch gemacht, mein Sohn. Ich glaube, die waren ein bisschen verwirrt. Okay, steig aus, komm, ich gebe dir das 5K. So habe ich auch mein Geld verdient, vertrau mir. Der gelbe Rächer aus Stahl. Gehörst du zu den gelben, ne? Mit den gelben an sich, ich gehöre da nicht mehr ganz dazu, aber die haben mir halt irgendwie ein bisschen dann die Farbe genommen, weißt du? Sir, hör sie nicht mehr, vielleicht sollten sie ihren F8-Muskel mal betätigen. Hallo? Hey Jungs, ihr habt doch letztens erst so eine Botschaft erhalten. Das war von einem irgendeinen scheiß gelben Rächer oder so. Ja. Ich glaube, ich habe den tatsächlich entlarvt. Der da, nehmt ihn. Ja. Gern geschehen. Oh no, oh no, oh no. Er hat sich ausgelaugt. Glaub mir, in diese Welt willst du nicht rein. Sie verschlingt dich. Habe ich irgendwas Illegales dabei? Nein, dann twerk ich dir jetzt an. Schöne Weiterfahrt noch. Würden Sie sich bitte an mich hier von der Einfahrt entfernen? Wieso? Sie können doch an mir vorbeifahren. Ja, aber trotzdem stört es ja. Nur weil Sie von der linken Seite kamen, wenn Sie von der rechten Seite von mir aus jetzt gesehen kommen würden, würde alles in Ordnung sein. Hey, ich sag das kein zweites Mal. Bitte einmal weg. Entschuldigung, der Herr verstößt sich gegen ein Recht. Oh nein, mir schlottern die Beine. Moin. Moin, wem gehört das Auto hier? Das Schwarze? Ja, das fährt ohne Kennzeichen, ohne Versicherung. Scheiße, haben Sie Hobbys? Ich höre kein Hobby. Wissen Sie, draußen sterben jeden Tag Menschen und es gibt ein ganzes Ghetto-Viertel, wissen Sie, was nicht von Polizei regiert und wo keine Gesetze herrschen. Genau, wir dürfen aber nicht ins Ghetto, mein Bester, ne? Ja, warum wohl? Weil ihr irgendwie euch gleich Pillepalle kümmert und nicht um die richtigen Scheiße wie Mord und Mord. Und es gibt so viel Mord. Ich bin deiner Meinung. Da haben wir doch schon genug Einheiten draußen, Jungs. Ja, ja, deswegen müssen wir uns jetzt um die kleinen Leute und die Falschparker kümmern. Ja. Anzeigen, Hauptmeister. Lauf auf Schocks und chill meine Fitness. Rosenthaler, ich verteile die Päckchen. Dicker als ob du kleiner Tiro echt bist. Auf eurem Film war ich schon mit 16. Sie haben einen Mittelscheitel, der spricht für sich. Ich bin der Meinung des gelben Typen. Allgemeine Personenkontrolle, einmal Reisepass. Was habe ich getan? Werde ich eine allgemeine Personenkontrolle. Wirkt er irgendwie auf Drogen oder so? Er hat nur seine Meinung gegen die Polizei gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja nichts vor gegen ihn. Ich möchte keinen Drogentest oder so machen. Ich möchte nur einmal seine. Sieht er aus wie ein Verdächtiger vielleicht? Nein, nein, nein. Der Herr, Sie sind einmal voll viel festgenommen, weil Sie hässlich sind. Hä? Sir, was? Ich habe Sie nicht hässlich genannt. Sie haben Sie hässlich genannt. Ich habe genau gehört. Sir, selbst wenn ich Sie hässlich nenne, ist es eine persönliche Meinung. Was denken Sie? Das ist keine Beleidigung. Also, ich will nur auf aufmerksam machen. Wir sind ja hier in Amerika und in Amerika gibt es ja das Klischee, dass die Polizisten leicht rassistisch sind und der da hinten hat eine dunklere Hautfarbe. Er fühlt sich heute richtig hübsch, obwohl er ganz hässlich ist. Was glaubst du, wenn ich jetzt twerken würde, was er machen würde? Dorime, interimo ad appare dorime. Aufhören. Ich musste mich strecken, hallo? Ich hatte Schmerzen im Rücken. Gehen wir bitte an den Straßenrand, ja? Nicht, dass hier noch überfahren werden. Ja. Anzeigenhauptmeister, Mensch. Ich habe einen fetten Pickel auf mein Geschlechtsteil. Drück dir doch einfach aus, hä? So für mich ausdrucken? Ich weiß nicht, aber Polizei ist bekanntlich für Freund und Helfer. Gut, dann zieh mal deine Hosen aus. Wenn du möchtest, kann ich ihn dir ausdrücken, wenn du möchtest. Officer, Sie wissen schon, dass Sie ein Gesetz brechen würden, wenn Sie ihn hier ausziehen lassen würden. Wenn er mich danach bittet, dann würde ich das auch machen. Nacktheit in der Öffentlichkeit wird hier ausgelassen, oder was? Ja, ich bin Anwalt. Du bist kein Anwalt. Amtsanwalt. Nichts Amtsanwalt. Nein, stopp.
Ich will eine Ausbildung. Bleib stehen, bleib stehen. Was habe ich getan? Die Amtsanmaßung. Sir, Amtsanmaßung. Nein, nein, hilf mir doch. Ich bin in der Ausbildung. Ich lerne momentan das Gesetz und dann werde ich Anwalt. Ich verspreche es. Ich glaub's nicht. Sie tragen einen Mittelscheitel daher. Ich stehe auf meinem Mittelscheitel, ja? Ziemlich homoerotisch, möchte ich auch nur darauf hinweisen. So, Herr Gurke. Einmal umdrehen, ich werde einmal dazu rein. Da, das sind drei Wanted. Drei? Sir, jetzt gehen Sie aber langsam wirklich auf die Höhe, ne? Ja, meine Geldschraube. Ausschreiben, ja. Moment. Nein, nein, Sie können mich nicht halten. Nein, Mittelscheitel, ich kann ihn sehen. Meine Augen. Ich gebe dir gleich einen Nackenklatscher, der lässt sich loben. Sir, einmal Ihre Dienstnummer, einmal Ihre Dienstnummer. Ja, ich gebe Ihnen gerne mal einen Dienstausweis. Oh, das ist schön. Kleinen Moment, ich lasse mal einmal los. Hier, gucken. Okay, ich gebe aus, ich nehme absolut auf, vielleicht. Ah. Okay. Stehen bleiben, stehen bleiben. Okay, einen Moment, okay, jetzt, ich bleib stehen. Ah, wie er gedacht hat, Slide auf, okay, das ist böse. Nein, ah. Was hatten Sie heute denn zum Mittag? Ich gar nichts. Sie wissen schon, wir haben 18 Uhr abends. Hey, wie riecht's mit ihr? Sir, das ist nichts Schlimmes. So, aufpassen, einmal durch, aufpassen. Eine Frage. Im Battle Pass habe ich eine... Wie niemand über deinen OnlyFans-Kerl kennt, auch niemand über deinen Battle Pass. Geh weiter. Weißt du, zu wem man auch Menschens bester Freund und Helfer sagt? Hunde. Wissen Sie, was man mit Hunden auch tut? Man nimmt sie schön an die Leine. Wurden Sie schon mal an die Leine schön genommen? Nee, du? Manchmal. Aber ich nehme auch gerne Leute an die Leine, wenn sie wollen. Wissen Sie, was man mit Hunden auch noch macht? Man sammelt ihren Code auf. Ich könnte das jederzeit machen. Ja, kannst du ja drinnen machen im Gefängnis. Nein, nein, nein. Es muss der Kotbeutel von einem frischen Kopf sein. By the way, Ihren Dienstausweis, wenn ich bitten darf. Gib mir doch gleich die Dienstnummer. Ich mache hier einen Riesenradau, wenn ich den nicht bekomme. Die 102. 103. Nein, 102. Ach, wo geht der hin? Herr Gurke! Nein! Lassen Sie mich in Ruhe! Ich suche die Freiheit! Hören Sie auf oder ich spring! Oh Gott, hier ist schon wieder zu! Warum haben Sie alles erschlossen? Okay, ich komm mit. Scheiß drauf. Ey, du kommst schon eins auf. Sir, Sie können mich nicht in Einzelner packen. Doch, natürlich wegen Anbeleidigung auch noch. Wo habe ich Sie beleidigt? Ich habe Sie lediglich hässlich genannt. Das ist eine männliche Präferenz. Geh mal rein, bitte. Geh mal rein. Was ist deine kleine Größe? XL, ich bin fett. Sie kriegen mich niemals! Lauf, Jungs! Kein Einzelhaft! Kein Einzelhaft! Der Wichser kann mich mal kreuzweise! Yeah! Server 2 muss es nochmal werden. Aber jetzt bin ich jetzt im Knast, Digga. Was hab ich mir für einen Bart gemacht, Digga? Krank! Okay, was hab ich denn, Digga? Hier hab ich ja so viel Stuff. Weißes Hemd? Nee, mein schwarzer Pulli muss es schon sein. Oh mein Gott, ich hab Handschuhe! Glatze, Sie haben doch die fantastische Fähigkeit, rein theoretisch mich kurz wohin zu fahren, oder? Ja, danke schön. Ich küsse Ihr Herz. Ich höre Sie auch gerade eventuell nicht, falls Sie mit mir reden wollen. Es ist vielleicht ein bisschen ungehobelt von mir, das zu fragen, aber darf ich berühren? Ein wahrlich magischer Moment. Wollen Sie mich heiraten? Warte, haben Sie Ja gesagt, ohne Ja zu sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da vorne am Altar einfach mir das Ja-Wort geben. Dankeschön. Wollen Sie, haben Sie Nein gesagt? Nein! Sir, Sie lassen mich aber nicht hier liegen. Sorry, die Wand war gerade sehr verführerisch und, was zum Fake? Ich komme hier nicht raus. Dankeschön. Er schreibt oben links, kommen Sie! Sass! Ich hätte Ihnen sofort einen Antrag gemacht, aber ich glaube, wir müssen dafür erstmal die Homo-Ehe erlauben lassen. Wir haben auch rassistische Cops, deswegen alles gut. Soll ich für Sie von Ahmad Main diese 20 Säfte kaufen oder meine eigenen 20 Säfte hingeben? Dankeschön. Das ist das, was ich hören wollte. Einfach rein da, ja, ganz genau. Warte, ich mach dir sogar noch die Tür auf, wenn du willst. Einfach mal rein und mach eine kleine Runde. Danach fährst du wieder raus und ist alles gut. Geht nicht? Ah. Okay, schade. Oh, guter Versuch. Die fahren kacke. Sind den Mietwagen nicht wert. Ganz einfach. Sie fahren scheiße. Ah! Schau mal, wie kacke du fährst. Schon zwei Leute umgefahren hier. Ah! Piss dich, das ist mein Mietwagen. Ich habe keinen Führerschein. Gibst du mir einen Führerschein? Ja. Kann ich sie auch fallen lassen? Können sie auch, dann nehme ich den ganz schnell. Dankeschön. Oh, das ist kein Mietwagen. Ist zu beleidigt. Ich habe den Dude jetzt einfach seinen Führerschein genommen und er hat keinen Bock mehr auf sein Leben gehabt und ist geliebt. Ich bin ein Künstler, so respektiert meine Art. Einfach fast 500 km/h. Oh, fuck. Eventuell, oh, fuck, ja. Deswegen niemals im echten Leben 500 km/h fahren, Jungs. Entschuldigung, was stehen Sie eigentlich so? Ich habe kurz auf mein Handy geguckt. Gucken Sie, wo Sie parken. Hier ist Ausfahrt, ja? Aber ich stehe auf dem Sandstreifen. Stell dir vor, du hast die Ausfahrt verpasst und jetzt will ich hier rein, ja? Guck mal, wen ich crashe, ja? Das ist aber eine durchgezogene Linie, das darf man gar nicht. Sir, wenn was ich... Für Sir, jetzt kommt... Wie gesagt, es geht nicht um Anzeige oder sowas, es geht nur um Leben, ja? Okay, gut, dann... Event, ja? Alles klar, viel Glück, ja, ihr schafft das. Nicht mit deinen Fahrkünsten. Deswegen, ich... Mensch! Sir, ich muss zum Event! Mir egal. Sind Sie ein Arsch? Mir egal. Sir, muss ich mit Ihnen die Straßenverkehrsordnung durchgehen? Bitte nicht. Straßenverkehrsordnung, Paragraph 1. Fahr nicht auf der fucking Gegensperrseite. Paragraph 2, sei nicht so ein Arsch zu mir. Paragraph 3, stecke ich dir so tief in dein Popolöchlein, dass aus dem Aufpuff wieder rauskommt, Digga. Lass mich in Ruhe essen und sei ruhig. Essen am Steuer, Paragraph 4, Digga, was soll die Scheiße? Ja gut, hab einen schönen Tag noch, ja, du bist sympathisch. Ich küsse dein Herz. Ey, Elvis! Elvis, spiel dein Lied! Elvis! Sind Sie der Bodyguard von Elvis oder was wollen Sie von mir? Verpiss dich mal. Elvis! Ah, Elvis! Ja? Ich bin großer Fan. Sie sind ein absoluter Held für mich. Ich hätte gern ein Autogramm natürlich, wenn das irgendwie geht. Sie können auch einfach hier unterschreiben, wissen Sie? Einfach hier unterschreiben, Elvis. Das sind ganz sicher nicht irgendwelche Patente oder sowas. Keine Sorge. Ich kann mir $200 geben. Ey, Blondkopf, geh mal weiter. Ich mache hier gerade was mit Elvis. Einfach $5 in die Schale legen und das ist auch eine Unterschrift, wissen Sie? Ich hoffe, dass Sie $181 Junge, ich spuck dir gleich auf deinen Schuh. Geh weg, geh weiter.
Oh, dankeschön. 10 Dollar. Elvis, ich werde dir das niemals vergessen. 120 Dollar bräuchte ich. Jetzt halt die Klappe. Ich schwöre bei Gott, Junge. 120 Dollar habe ich da. Oh mein Gott, nein. Den gebe ich nicht in Cent, so wie der aussieht. Oh, der ist eingeschlafen. Sir, sie haben ihn zum Einschlafen gebracht. Es ist Elvis. 120 Dollar, bitte. 120 Dollar, bitte. Boah, wenn ein paar Jahre vergangen sind, wirst du dich dafür so dermaßen schämen. Lass mich dir ehrlich sein. Und das ist zu Recht. Entschuldigung, also, wie soll ich jetzt hier vorbeikommen? Gar nichts. Absolut unnötig. Wie kann das überhaupt hier so kleben, Digga? Haben sie etwa mit der Physik rumgespielt? Da ist ein Draht drin. Unnötig ist es dennoch. Ich weiß nicht, was hier genau abgesperrt ist. Der Rollstuhl? Ja, der ist reserviert. Ja, ja, genauso reserviert wie deine ATMs oder was? Darf niemand mehr an die Bank da hinten gehen? Negativ. Achso, und wenn ich jetzt Geld abheben möchte, wo soll ich das machen? Warum sind die denn sonst da, ja? Der Herr, wollen Sie sich nicht mal erstmal eine Hose anziehen? Ich habe eine Hose an, sie ist nur etwas kürzer geschnitten. Es ist warm heute. Sind Sie Boxer? Nein, aber die haben mir meinen Vater vererbt, weißt du, der war ein großer Boxer. Er hätte dich dafür verprügelt, hättest du sowas bei seiner Zeit aufgestellt. Das wäre barbarisch gewesen, hätte er gesagt. Genau, das war sein Lieblingssatz. Also, wie sieht's aus? Macht ihr die Dinger jetzt weg oder? Nö, die bleiben. Ja, ja, und wieso? Weil wir das sagen. Ah, Gotteskomplexe. Entschuldigung, sind Sie der Vorgesetzte von diesen zwei Banausen? Nein, ich bin ein Dealer. Wir machen jetzt Bewerbungsphase. Das hätten Sie auch gleich sagen können, Bewerbungsphase. Jetzt ergibt dieses ganze Stacheldraht-Gedinge hier natürlich auch wieder Sinn. Die zwei können sich da hinten nicht mehr ausdrücken. Deutsche Sprache muss gelehrt sein, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Hier geht's um Leben und Tod. Wir arbeiten ja nicht im Krankenhaus. Die sind einfach nur hier, just hanging around wie Obdachlose. Okay, versteht, passt. Alright! Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Ich bin euer Henry Goki. Ich küsse euer Herz. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus.